meine Mutter mit ihm schwanger war, hat man dem Schalbett kaum geglaubt. Sie war im dritten Monat. Der Embryo wog 19 Kilo. Das Weib hatte so einen Bauch. Geht zum Arzt und sagt, bitte entfernen Sie es. Ich halte es nicht mehr aus. Keine Zeit, verdammt. Cyberpunk. Egal ob fertig oder nicht, ich hau die Scheiße einfach raus. Yes. Du pummeliger Hampelmann. Seine Lieblingsspiele sind Jump and Run, was ironisch ist. T-Way Sports. Ich bin auf einer Mission und dir fehlt die geheime Zutat. Meine Bass around the corner, so wie Waluigi Schnurrbart. Und jeder Part ist explosiv, so wie Bomberman-Gefechte. Per Rapper the Rapper, setze Kombos, wenn ich rappe. Unterwegs mit der Fam, ja, so komm ich zu den Battles. Mario Kart Double Dash, denn ich rolle mit meinen Besten. Ah, yeah? Was los, Kato? Mach ihn nicht auf Mordskerl. Ich verpasse dir eine Backpfeife und Snakey sagt, Modern Warfare. Doch genug gescherzt, kommen wir mal zur Mutter von Tway. Lad sie ein und spiele direkt mit der Pussy wie Stray. Das ist Karma, T. Deine Relaxo-Mutter ist eine Drama-Queen. Dass ich sie ficker, nicht nachvollziehen. Aber ich bin ein guter Poketrainer. Wir spielten Karmesin und ich kam in sie. Sie ist wie die Rainbow Road. Der Mix stresst die Runde. Aber kein Stress. Es ist der Poketrainer aus Nordkorea! Aka der Prinzessretter nach dem Pilzeessen! Wer das Prequel hierzu nicht kennt, ist richtig behindert. Ich sag bloß underrated Classic, so wie Mystical Ninja. Doch scheiß auf jeden, der behauptet, dass dieser Penner gewonnen hat. Denn meine Brust ziert ein Fire Emblem und eine Medal of Honor. Doch sie glauben, mir fehlt die Star Power für die Endgegner. Doch da gebe ich einen Fick darauf. Mario 64 Glitch. Denn ich moonwalk die Treppe zum Erfolg. Yeah. Ich befriedige deine räudige Mutter per Sprungfeder von meinem Kunstlehrer. Ich habe dem Veranstalter gesagt, 668 wäre mein absoluter Wunschgegner. Anschließend haben die bei dir für dieses Battle angefragt. Daraufhin hast du ja gesagt. Und jetzt stehst du hier, aber nur wegen mir. Ja, Mann, ey, aber ich das will. Ich geb alles für die Gang, bin immer in der Hood. The hate on me, but Alhamdulillah, I'm good. Du bist Battle Rap Super Richie. Du bist Battle Rap Super Richie, rappst in einen deiner Tracks. Du fickst Gina Lisa, doch im Porno rufst du nur Bruder, fick sie! Doch fuck Gina Lisa, ich behaupte es nicht. Nein, Junge, ich missbrauche dich, Bitch. Nächster Track, King of Rap, ey, deine Schwester freizügig im Video. Man wartet die ganze Zeit nur darauf, dass die sich aussieht. Ja, ihr seid echt eine Modern Family, doch will gar nicht wissen, wie bei euch ein Spieleabend aussieht. Fick dein Cabrio, ich komm im Starship, während du, wie du selbst sagst, Parships. Ey, wenn du Nestik ins Gesicht schlägst, sind deine Fäuste voll Leiter? Schlag ich dir ins Gesicht? Ey, dann fangen meine Fäuste an zu lispeln, sobald ich schreib, ja? Ja, Mann, Alter, auf jeden Fall. Ist so, auf jeden Fall. Und wenn das nicht so ist, dann beweise ich mir jetzt auf der Stelle das Gegenteil. Ausziehen, 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 ausziehen. Ey, du hast spitze, billige Schwabbelbrüste. Ungelogen. Wenn du Liegestütze machst, berührt als erstes deine gammelige, schwabbelige Brust den Boden. Ey, Galactico ist da, Galactico ist da. Und 668 hat Körbchengröße H. Ey, Specktilly sind von dir Opfer so extrem, denn die Krankenkasse würde für eine OP die Kosten übernehmen. Ey, du warst Statist bei Berlin Tag und Nacht und auch bei Aufstreife. Doch das ist auch scheiße. Ich trage Burberry, du trägst Röhrenjeans vor. Nächste Stufe für dich dann Germany Shore. Oder Sommer aus der Stars, bestell schöne Grüße an Bushido oder Gina Lisa. Ey, du wirst nie auf Endlevel grinden. Eher holst du dir noch Herpes bei Temptation Island. Battle-Modus ist an und da bin ich wie dein Vater. Ich will dir einen reinwürgen. Bei Big Brother bist du Slutko, aber kein Jürgen. Du menschlicher Schmutz. Ey, deine Highlights gibt's nicht bei YouTube, sondern bei RTL+.
Doch noch bist du ein junger Mensch. Doch wenn das so weitergeht, ist das Ende der Karriere dann das Dschungelcamp. Doch eins darfst du nicht vergessen. Bevor du Dschungelkönig bist, musst du Känguruhoden fressen. Denk, Gönner hat vielleicht einen Schlauchmagen doch mal, wenn du hast Laucharme. Und Dicke, du bist so weiß. Denk, Gönner hat vielleicht einen Schlauchmagen doch mal, wenn du hast Laucharme. Und Dicke, du bist so weiß. Albinos beneiden dich um deine Hautfarbe. Dein Teint ist mattweiß, um genau zu sein. Und du bist schon allgemein so ein, hast schon allgemein so ein Knochengerippe. Und siehst aus, als hast du das ganze Jahr über eine leicht trockene Grippe. Denn Marvin sitzt abends gern mal am Discord mit Weinglas und nennt es seinen interaktiven Stammtisch. Digga, du bist die menschgewordene Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 125. Er kann doch nichts für seine Dummheit. Nach seinen Instagram-Stories zu urteilen, brachte er die Schule ab nach der 8. Klasse. Denn du scheinst mir ein wenig hängen geblieben. Die da oben sind für dich also alles Reptiloiden. Für ihn ist der Beweis doch sonnenklar. Warum heißt es denn auch sonst Exekut? Du brauchst uns das nicht weiter erklären. Wir haben es alle gleich erkannt. Was soll man bei solch einem Aluhut-Weltbild denn erwarten? Sein Horizont reicht doch nur bis zum flachen Scheibenrand. Sie haben uns unterwandert, wird deine Warnung konkret lauten. Und ja, Digi, mir fällt jetzt wie Schuppen von den Augen. Hast mittlerweile paar Bells auf dem Buckel, doch deine Siegestatistik eher klein. Gewonnen hast du reichlich wenig. Weißt du, was noch klein ist? Deine Augenbrauen, Bruder. Stellt euch das mal vor. Diltili hat Legenden wie Charambo, Mikesh, Nidal und Taggy. Schon alles Namen, die scheppern. Und wir haben Ezra. Marvin, ich hab dich wirklich lieb und du hast so viel Charme. Tika, ich hab echt überlegt, ob ich dich einfach 90 Sekunden lang umarme. Und in den Kommentaren hört man sie immer sagen, warum immer diese Truppenklamotten in den Battles. Aber ey, ihr versteht das vollkommen falsch. Ich sag's, bis es jeder Nerd hier peilt. Diametrik, keine Bundeswehr-Shirts, ich mein, das ist brandneues Sergeant-Merchandise. Aber im Ernst, was wundert dich daran? Verkackte WhatsApp-Audios hast du mir hunderte gemacht, Dicker. Bei so Gespamme krieg ich unglaublichen Hass. Was dein Job bei der Bundeswehr? Bist du Funker oder was? Ach, geh mir nicht auf den Sack, hat man kurz nicht aufgepasst. Bist du wieder komplett besoffen mit Bier in der Faust, du Affe? Warum schaffst du es nicht, deinen Konsum zu hinterfragen? Deine Augen glasiger als jeder Wintergarten. Ach, wie dramatisch denn nicht? Nur dank deiner Arbeit jagst du dummer Versager immer wieder nur einer Fahne nach. Ich weiß, ich wurde zweit, Kevin geboren. Aber du, Motherfucker, hast gegen T-Say verloren. Wär mir unangenehm, let's get ready to rumble. Du kannst hier nicht gewinnen, also better be humble. Du willst battlen, doch merkst langsam, du befindest dich in einem Fight for Survival wie Daniel Radcliffe in Jungle. Gegen T-Say zu verlieren ist schon ziemlich hart. Der hat in etwa das Charisma von Kartoffelsalat. Bewegt sich beim Rappen, als wenn T-Rex sein Choreograf. Der ist so wack, ich hab den noch nie nach nem Onbeat gefragt. Fast jeder Beat, auf dem du rappst, überschattet dich. Du laberst so viel, weil du double times, aber wir reden mal Tacheles. Battle gegen Tysos, komplett verkackt. Du scheiß Opfer, ja? Du schickst Battle-Anfragen an Top-Tiere, aber hast einen Totalausfall in jeder zweiten Line. Komm mal klar. Kevin, das ist die Liebe, die du zeigst. Get down on your knees, mortals, the king of England has arrived. Junge, warum? Und was? Und was redest du für Englisch? Soll das nicht peinlicher Joke sein, weil ich schwöre, ich erkenn's nicht. Denn Real Talk, ich hab den nach einem FOB-Event nach Hause gefahren, der ist in meinem Auto eingepennt und hat sein Bier in meinem Fußraum verschüttet. Real Talk. Und als wenn das nicht genug wäre, kam ich beim Fahren höchstens in den zweiten Gang. Nicht mal in den dritten. Denn leider wurde die Gangschaltung von deinem Hüftspeck eingewickelt. Ich so, mach Platz da, lass mich in den dritten jetzt. Und dein Körper so, und die Knüppel dann nach links gepresst. Oder um es besser zu beschreiben. Der saß so da. Stellt euch vor, ich hätte eine Bierflasche in der Hand. Und ich so. Das ist echt hart. Ich meine, ich fahre einen großen Kombi, doch mit dir drin wirkt der fast wie ein Smart. Und klar, ihr denkt euch so, hä, was labert der? So dick ist der nicht. Es gibt viel dickere. Ja, aber die nehme ich nicht mit. 2024, Sprit ist teuer. Sollte sich Morty nennen, denn du bist alles außer Main, Bitch. Du Sidekick der Playlist, der ein Skip away ist und kein Klick gezählt kriegt. Denn du machst brotlose Kunst und das ist kein Klick zu wenig.
Weißt du eigentlich, mit wem du redest? Bald ist beim Felix den Text nicht mal geändert. Egal wie weit du gehst, für diese Titten wirst du gendern. Ich baue Beats, so wie ich mag. Nick mit dem Kopf, ja, beweg deinen Arsch. Gib mal den Joint, komm mit deinem Po her. Denn schlechte Flows, ja, die feier ich nicht so sehr. Fandet ihr scheiße? Ihr habt ihr recht. Das ist die Hook, Mann, aus hier im letzten Track. Dein Feature float und du so, oh yeah. Denn wacke Scheiße, ja, die feierst du halt so sehr. Freezy nennt sich bei 4-7 einen Hurensohn. Du konntest mit, du bist aber auch ein Hurensohn. Ja, Freestyle-Konter sind echt schwierig, aber sag das nächste Mal doch einfach nur Spiegel. Junge, hast du gecheckt? Ich bin der Typ, von dem du denkst. Ist ja krass wie der Rap, das hier ist mein Plateau. Da kannst du dich ja gerne ranwagen. Gegnerbezug ist dein vollgewichste Spannlagen. Für dich ist Kuscheln Sex. Denk daran, wenn du beim Handshake deinen Kopf gegen meine Schulter presst. Sobald es dir ein bisschen warm wird im Schritt, wird dir klar, was ich sagen will, ist, ich hab dich gefickt. Yo, ich stepp ins Battle mit nem Winke-Winke. Du sagst den ganzen Part nur, dass ich stinke-stinke. Yeah, Alter, du bist so ne miese Bitch. Und wenn ich so krass stinke, Junge, dann riech halt nicht. Ja, ja, du trägst die Nase hoch und ich fick dich weg und dann bist du atemlos. Yeah, Alter, du bist so ein Naseweiß. Und was dich riecht, der Trigger, das ist dein Nasenschweiß. Yeah, denn du riechst den die ganze Zeit. Ich komm vorbei und ich freestyle die kranken Lines. Yeah, und dann laberst du was vom Plateau. Was denn das? Ich glaub, das einzige Plateau ist das, was ich unter deiner Kappe seh. Das ist so, als schreibst du eine 1, nur um danach zum Lehrer zu gehen und zu fragen, Entschuldigung, was genau habe ich gut gemacht? Schwör, lass sie doch einfach in Ruhe. Ich weiß, du feierst Tobi und Kara, aber mit einmal Lob ist doch gut, ey. Diese Frage ist so verdammt dumm, mich peilt's nicht. Gilly wird vergewaltigt und fragt, und? Wie war ich? Na, beschissen, du Mannsweib! Danach ist der Täter so angewidert, dass er dich dafür anzeigt. Aber kein Problem. Heute sollte ihn nicht dieser genetische Outtake stören. Nach diesem Battle wird er vielleicht nicht aufrecht gehen, dafür aufrecht hören. Doch wait, da fällt mir gerade was ein. Da habe ich am Anfang gar nicht dran gedacht. Vielleicht sind seine Ohren auch nicht schräg, sondern nur vom Weglaufen vor sein Problem aerodynamisch angepasst. Zum Beispiel seine Stimme. Selbst ein Wal trifft mehr Töne am Stück als er. Cool in seinen Songs so, und sein einer Fan, erzähl mir mehr. Also ihr merkt, selbst seine Stimme hat, seine vercrackte Stimme hat selbst Gott erreicht und selbst der konnte es nicht fassen. Als der mitbekommen hat, wie viel Scheiß aus seinem Mund kommt, hat er für die Menschheit das Arschloch erschaffen. Du und deine Jungs, ja, ihr nennt euch der, die das Kollektiv. Junge, ich fick deinen Kopf, macht euch zum Wer kriegt Schwanz-Kollektiv. Fang an zu rappen und schon schlägt die Herz im Takt-Kollektiv. Zerleg dich in Einzelteile und mach die Crowd zum Wer kriegt was-Kollektiv. Digga, der macht Promo, wie seine illegalen Partys in der Zeitung stehen. Ich will das kapieren, doch merke, der, die, das wird bestimmt durch Artikel. Quatsch nicht ernsthaft. Der, die, das macht Krach und Ärger. Doch hier sorgst du für Stille und wir alle merken, dass die der macht. Junge, der, die das ist brotlos, keine Kunst. Der, die das ist brotlos, keine Kunst. Denn glaub mir, sowas ist nur Schund. Der sitzt danach daheim und fragt sich nur, wieso, weshalb, warum. Got to be a Schwarzkopfmodel. Und es macht auch Sinn, denn du bist ziemlich dünn. Kriso, deine ganze Statur ist ein Witz. Du siehst aus wie der erste Kenneck ohne eine Mitgliedschaft bei McFit. Gepflaster Fahrradreifen ist aufgepumpter als du. Denn du bist so dünn, magersüchtige Laufstickmodels schauen sich deine Battles an und denken sich, boah, shit, da geht noch mehr. Dank dir schieben sie sich nach dem Essen nicht nur zwei Finger, sondern den ganzen Arm gleich hinterher. Und da hört es noch nicht auf. Auch die morgendliche Körperhygiene ist ein Kraftakt, der dich bis an dein Limit pusht. Sich waschen zählt für dich schon als Ganzkörpertraining, weil du so dünn bist, dass du beim Duschen die ganze Zeit von Strahl zu Strahl springen musst. Selbst Yassin, auch Yassin findet deinen niedrigen BMI echt nicht okay. Ja, aber was soll er auch sagen? Sogar Hansen begrüßt dich mit, ey yo, dünner, was geht? Okay, ey, wer mir sagen kann, wieso Mino so einen riesengroßen Buckel hat, gewinnt. Richtig, seine Specktitten ziehen seinen Oberkörper herunter. Adipositas bedingt. Mit deinem Aussehen erzeugst du Lachkicks bei Frauen. Denn Mino hat mehr hängende Körperteile als Buggy der Clown. Mino ist der schlechteste Rapper im gesamten Umkreis. Seine lauteste Crowd-Reaction im letzten Battle war beim Niesen eines Zuschauers sein Gesundheit.
Das Backstage ist anders krass. Da sind zwei Waschmaschinen, zwei Betten, ein riesengroßer Esstisch, eine Toilette, eine Dusche. Ich dachte mir, was ist hier los? Ist das unsere Location? Sind wir jetzt so tief gesunken? Ich meine, Leute, stellt euch das mal vor. Festsaal Kreuzberg gegen Caranova. Main Match gegen Cynic. Basie und jetzt das hier. Ich habe wirklich keinen Bock, meine Karriere zu pushen. Aber Leute, was soll ich sagen? Wie geht's euch eigentlich noch? An alle, Tora rappt übers Arschficken, Vergewaltigung und Gewalt bis zum Tod. Und jetzt battlest du gegen mich. Also Yasin, ich sag mal so, heute ist das Niveau anscheinend genau da, wo das Niveau heute Abend eben sein soll, Bro. Ihre Battles sind die frauenfeindlichsten, die ich jemals gehört habe. Neben ihm battelt sich aus wie ein Mitglied der Roten Zora. Vielleicht liegt es an deinem Geschlecht, warum man dir nicht und mir die Frauenfeindlichkeit glaubt, doch heute ist es soweit. Heute, Motherfucker, identifiziere ich mich als Frau. Jeder kennt deine Sprachbehinderung. Aufgrund dessen willst du immer eine Partverlängerung. Denn der kleine Seto hat ja angeblich so viel gegen mich zu sagen. Deshalb will der kleine Bratnuss Wiesbaden so richtig mies Beef starten. Ja gut, kannst du haben. Normalerweise nehme ich ein paar kurze an den Bass, doch jetzt nehme ich den kurzen mit paar Bars. Der kleine Seto macht ja einen auf hart, aber außerhalb vom Cypher-Kreis bist du so weich, dass wenn du nicht battlest, man dich wirklich mit dem Pfirsich von Diamond verwechselt. Ja, du bist ein richtiger kleiner Peach und damit meine ich... Nur Yasin, Battle Raps Mutter Teresa. Dachte sich, der Typ ist so scheiße, komm, dem gebe ich einen Gegner. Und nach der ersten Absage steckte man mir dann den schwarzen Peter. Swag Level Hagenräter mit Barfußtretern. Yasin, ich verstehe. Viele hoffnungslose Fälle wollen battlen, ein paar Loser, die dich dann nerven, aber es ist hier wirklich noch die Future of Battle Rap oder schon die Make-A-Wish Foundation. Oder ist das bei FOB schon Konzept, so nach dem Motto, den kann man sich zwar nicht geben in echt, aber ein bisschen cringe belebt das Geschäft. Krasser Move, aber wie bei deinem Tabu. Läuft das ins Leere? Ich meine, der und CSN? Also ja, Fremdscham ist da. Doch verdammt, der Unterschied zwischen dem Namen Switch und deinem Talent, die Verwechslung wurde wenigstens erkannt. Und auch die unterschiedlichen Fressen, ey, das ist doch eine Beleidigung fürs Augenlicht. Kämst du aus dem gallischen Dorf, dann wirst du taugenix. Wirkt das hier nicht schon rein optisch so, als würden sich eure Eltern wieder mal laut streiten? Okay, bleiben wir bei dem Bild. Schatz, warte kurz. Kinder, würdet ihr jetzt bitte mal alle auf euer Zimmer gehen? Denn Mami und Papi haben hier was unter vier Augen zu bereden. Hab euch alle lieb und ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn nur weil wir mal streiten, heißt das nicht, dass wir uns scheiden lassen. So, Hanne. Jo, das ist Oldboy. Der es schafft, alle Sinne zu bedienen. Dich heute nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, geht unter die Haut wie Exzime. Es riecht und schmeckt nach Urin. Schon ein extremes Gefühl, dich hier beim Sterben zu begleiten und dein letztes Aufbäumen mitzuerleben. Guck mal, Oldboy, ich sag dir mal was. Ganz konkret. Ich habe mir nämlich leider dein Ezra-Battle reingeföhnt. Du denkst also, Fanta 4 waren die ersten, da hat's mich echt ein bisschen zerlegt. Ich habe die Anfänge deutschen Hip-Hop in einer Dichte miterlebt. Was für Fanta 4, Alter, dass du kein bisschen überlegst, bevor du Popper und Seher was von Rap-Geschichte erzählst. Trotzdem muss man sagen, früher hast du für Battle Rap ja echt was getan. Also, ist krass. Und zwar allein dadurch, dass du da noch nicht mitgemacht hast.